Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Star Stable Again. Ja. Sind jetzt die Montagsfolgen, was denn das Wort ist. Und ja, eine der Montagsfolge. Heute werden es nur drei. Da ich zwei einen Termin habe, dann komme ich wahrscheinlich so vier oder so zurück oder vor vier, ich weiß nicht mehr genau. Ja, drei oder so. Dann habe ich fünf Reiten. Und ja, das ist einfach wenig Zeit zum Aufnehmen und so. Ja, und wir wissen, wann ich das Video bearbeite. Also aufgenommen habe ich es in der Früh. Schrägstrich auch Mittag habe ich, glaube ich, was aufgenommen. Und ich bearbeite es jetzt am Abend. Also Aufnahmezeit in der Früh und mittags. Bearbeitungszeit Abend. Weil einfach nach dem Drehen des Videos keine Zeit mehr hatte, da hatte ich noch reiten. Bin dann um 7 Uhr zurückgekommen. Und da habe ich noch ein bisschen Star Stable gespielt auf meinem ersten Account. Ja, und dann war es jetzt eigentlich schon. Es ist gerade 23.28 Uhr. Und ja, ich habe gerade angefangen halt zu bearbeiten. Also ihr seht, ziemlich spät. Um 1 Uhr wird bei mir WLAN ausgeschaltet. Also das heißt, ich muss mich jetzt booten. Ich weiß, bearbeiten kann man hier auch ohne WLAN. Halt nur, ich musste die Videos noch auf YouTube laden. Und sonst, das wäre einfach meine Zeit. Nein, ich würde mich lieber nicht sehen tut. Ich will nicht sterben. YouTube-Fans brauchen mich doch. Ups, mein Gott. Und ich will jetzt endlich nach Galaheim kommen. Mit die Arena. Du liebe der Kumpel. Mein Gott, mir geht das Lied und drehen, wenn ich das so geschaltet. Oh, Hafer. Ja, sag voll Hafer. Weiß nicht. Also, das. Was ist denn da? Guck mal so. Oh. Ernsthaft? Oh mein Gott. Das ist genau so Plakate aufhängen. Komm bloß nicht ins Restaurant, Gasthaus, Entschuldigung, von Edfield. Und zwar das Gasthaus von Wolfrau in da gibt's. Moment. Genau. Ey, Kackenknödel. Hä? Das ist nicht. Aber das kann doch gar nicht sein. Aha. Ja, vielleicht in diesem
um halt so eine, wie auch immer das ist. Na also. Was sind denn die hier? Ja, wo denn? Genau. Die neueste Kombination. Elchkackenknödel mit Nudeln dazu und Soße Ketchup und Tanzsacken von Jürgen als Nachtisch. Oh mein Gott. Ah, schreiben wir ein Plakat. Kommt bloß nicht in Edwards Gasthaus. Da gibt's Elchkacke mit Nudeln, mit Ketchup als Soße, als Nachspeise, Tanzsacken von Jürgen. Klar, wer Lust hat auf was Ekliges, der kann gerne hierher kommen. Aber welche, die lieber guten Geschmack mögen, die sollten sich da lieber fernhalten von sonst. Selbst ich denke, ich hoffe, du hast eine Toilette. Es sind mehrere. Ich glaube, die werden dann auch schon alle laufen, um sich zu parkieren. Ja, das meine ich nicht ernst. Jetzt werden alle. Und wir wollen jetzt endlich doch hier rein. Ja, la, heim. Ja, la, heim. Ja, wir steigen. Ja, das ist ja mal ganz schön. Ah, haben wir den Job? Öffnet. Cool. Aber er hat doch gesagt, es ist billiger. Ist es nicht billiger? Er ist nicht. Wo vorbei? Kann ich ein bisschen billiger fahren? Du liebe doch, Gummi. Naja. Die Aufnahme wird dann auch bald zu Ende sein. Leider. Ich wollte uns gleich mal erklären, wo kommt. Ich kenne das ganz. Ui! So. Auch mal die Extra-Folgen machen. Da stelle ich so ein bisschen die Cafés vor. Ich zeige euch, dass es Essen gibt und so. Also zum Beispiel im Café Walter Inn. Das muss bei der Brücke. Und weiter so was, was es gibt. Naja, wir wollen jetzt hier nicht die Story wegnehmen. Das Ding ist, dass die Quest. Und wenn wir die Quest nicht machen, dann kommen wir das nächste Jahr dahin. Jetzt geht es wieder. Brumm. Ich denke, dass man aufstehen muss, absitzen. Da finde ich das noch ein Effekt, wenn man bei einer Quest ein Pferd hinreiten muss, dann absteigen muss, dann wieder aufsteigen muss, dann wieder aufs Pferd steigen muss und immer so weiter. Mann. Und wir schneiden Stormrover mal in den Bauch. Okay, ich liebe diesen Tunnel da. Der Tunnel im wahrsten Sinne des Wortes. Zwei Personen. So. Jetzt. So, jetzt kommt wieder. Bumm. So, ich kann mal hier jetzt noch vorlesen. Spaß, Spaß. Okay, Stormriverline, dich nehme ich mit. Lass dich dann stehen. Hier, und wenn jemand fragt, welches Level man sein muss, ist es völlig egal, welches Level man sein muss. Man muss eigentlich nur Star Rider sein, da kriegt man gleich die Quest mit der Brücke. Man muss nur Star Rider sein. Level-Einschränkungen gibt es nicht, aber das Video ist aus. Deshalb sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Video.